sind noch nicht, aber sind Bruder in der Mannschaft und es war ein sehr lieber Kerl, genauso wie Kevin. Das Auto übernommen von Kevin, der war Albert. Und da ist so eine ganz hektische, richtig hektische, so eine Schramme, sagt man, ne? Also so ein Kratzer, geisteskranker Kratzer, so auf der rechten Seite des Autos. Und Ken hat gefragt, was da passiert ist. Er hat es geschoben auf seine Partnerin. Also witzig, ja. Also Leute fragen mich immer im Auto, was ist da geschehen, und ich immer erzähle, nee, ich habe das Auto übernommen von Kenny jetzt. Die haben es da komplett kaputt gefahren, also das war nicht ich. Das ist eine Sache über Kenny. Zweite Sache über Kenny ist eine Fähigkeit im Basketball, sein Transition Game und Athletik. Ist schon top-notch, also sehr, sehr krass. Und etwas, wo die Gegner auf jeden Fall fürchten müssen. Wird noch heute im Training ein Alley-Oop, also schon sehr stark. Dritte Sache, tatsächlich mein erster Kontakt mit der Nationalmannschaft war damals in der U20. Ich habe den ersten Berger mitgemacht, wurde ganz schnell gecuttet. Da habe ich noch mit seinem Bruder zusammengespielt. Und das war meine erste Berührungspunkte so mit, sage ich mal, gehobeneren Basketball, dass ich irgendwo eingeladen wurde. Und ich erinnere mich, da war sein Bruder in der Mannschaft und war ein sehr lieber Kerl, genauso wie Kevin. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal im Auto gespielt im City of Palms in Fort Myers, Florida. Ich weiß nicht, welches Jahr es war, ich glaube, es war 2012. Also. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich gegen ihn gespielt habe. Und da war auch immer diese ganzen Ball-is-Life-Kameras und so da. Und da habe ich ihn einmal verteidigt, da hat er einen Crossover gemacht. Und ich bin nicht hingefallen, aber ich war kurz so auch zurückgenommen, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass es kommt. Krass, war krasse Erinnerung. Nee, aber dann erinnere ich jetzt noch. Und ja, das ist, glaube ich, auch jetzt immer noch ein sehr deadly Attack-Move. Und dann eine andere Sache, glaube ich, die ich über ihn weiß, das weiß ich jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich mal gehört habe, dass sein Lieblingsrapper Nas ist. Yes, sir. Aha. Das ist richtig. Okay, das war, glaube ich, habe ich damals gehört, als wir bei der Nike Global Challenge in Portland waren, wo ich übrigens letztens war bei dem Hotel, wo wir bei Freunden von uns genau da um die Ecke wohnen. Und dann die dritte Sache, würde ich sagen, dass du von Kunst begeistert bist. Ja. Und das eine Leidenschaft von dir ist. Ja, richtig. Ja. Krass, Mann, das mit City of Forms, das ist ja, das stimmt, auch die Ursprung. Genau. Du, Kevin Bright, einige Jungs, Alter, krasse Erinnerung. Ne, da kann ich noch, weil ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, die Crossroads gemacht. Cool, Alter, das ist super. Gelungener als erwartet.